Die Zahl der Verkehrsunfälle in der Region ist gestiegen. Das zeigt der Verkehrsbericht 2016, den die Polizei jetzt in Offenbach vorgestellt hat. Zu den Unfallursachen zählen unter anderem Drogen und Alkohol, zu hohe Geschwindigkeiten und Ablenkungen. Und Ablenkung hat viel damit zu tun, dass die Menschen eben heute teilweise mit junger Generation mit dem Smartphone groß werden und leider auch beim Autofahren es nicht unterlassen, dann auch zu gucken, habe ich Nachrichten bekommen. Besonders im Blick hat die Polizei junge Verkehrsteilnehmer sowie Senioren. Diese Altersgruppen zählen nämlich zu den häufigsten Unfallverursachern. Das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, einen Anruf. Mal gucken, wie sie sich dann verhält. Buch, hast du was zum Einkaufen? Ja, man merkt schon, sie kommt von der Fahrbahn ab. Besorgt noch was im Supermarkt. Kannst du da hinfahren? Ja, ich mache mich gleich auf den Weg. Wenn ich nur eine Sekunde auf mein Smartphone schaue, und die Erfahrung ist ja, dass es nicht eine Sekunde ist, um meine neue WhatsApp-Nachricht zu lesen, sondern es sind zwei, drei, dass ich ruckzuck 40, 50 Meter dann im Blindflug über die Straße fahre. Man merkt auch, das Gesicht geht ständig von dem Fahrbahn ab, guckt auf ihr Handy. Wenn dann irgendeine außergewöhnliche Situation ist, dass auf einmal im Stadtverkehr ein Fußgänger über die Straße läuft, dann sehe ich ihn einfach nicht oder ich sehe ihn zu spät. Es liegt an dem Menschen. Ja, der Mensch ist der Faktor, der es beeinflussen kann, der uns die Unfallzahlen herunterregeln kann. Das können nicht wir alleine als Polizei, wir können nur unterstützen, die Menschen darum bitten, verkehrserheblich, verkehrsregeltreu zu fahren. Wir müssen nicht selber fahren und auch der Beifahrer muss nicht bei jemandem, der alkoholisiert oder unter Drogen steht, ins Fahrzeug steigen. Wir haben die Alternative, wir können ein Taxi nehmen, wir können öffentlichen Personennahverkehr nehmen und das ist eigentlich so das, was wir damit wollen. 0,8 Promille. Gib dir Mühe, wir haben ja viel Polizei stehen. Neben Geschwindigkeits-, Gurt- und Handykontrollen soll der jährliche Blitzmarathon möglichst viele Menschen erreichen und sie für mehr Rücksicht im Straßenverkehr sensibilisieren. Erfreulicherweise die Anzahl der Verletzten auf dem niedrigsten Stand seit Bestehen des Polizeipräsidiums ist. Wir haben aber leider, was die Verkehrsunfälle insgesamt angeht, einen Zuwachs zu verzeichnen. Nicht erfreulich ist natürlich auch, dass bei 27 Unfällen 28 Menschen zu Tode gekommen sind. Mein Wunsch an dieser Stelle, machen wir uns die Folgen bewusst als Verkehrsteilnehmer. Wir sind keine Insel, wir haben nicht diese Sicherheit, die uns die Technik immer vorgaukelt.